Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play Projekt, auf das ich mich schon ultra lang gefreut habe, es aber aus zeitlichen Gründen einfach noch nicht geschafft habe, das eher auf den Kanal zu bringen. Aber ich bin noch ein bisschen froh, dass wir ein bisschen länger gebraucht haben, weil in der Zeit haben die Kollegen von Schote.biz es geschafft, dieses Spiel oder zumindest die erste Episode davon ins Deutsche zu übersetzen, sodass ich den Spielstand quasi gepatcht habe und deutsche Untertitel jetzt für euch drin habe. Erleichtert nicht nur mir das Spielen, sondern euch auch das Mitlesen und falls ihr jüngere Mitmenschen seid, auch das Verständnis. Es ist ja normal, dass man in einem gewissen Alter noch nicht so gut Englisch sprechen kann und ich denke, das macht es viel, viel leichter, mit diesem Spiel ein bisschen mitzuhalten, mitzufühlen und die Situation zu verstehen. Auf jeden Fall Life is Strange, ein wunderschönes Point-and-Click-Adventure, entwickelt von Don't Nod und gepublished von Square Enix. Und wie schon gesagt, ich habe den Trailer gesehen und habe mich sofort verliebt und habe mir das Spiel vorbestellt, als es rauskam. Nicht wundern, ich habe hier oben bloß mal die Grafik getestet, wie es sich dann aufnimmt, ob es ruckelt und so weiter. Ihr kennt ja die übliche Prozedur. Und ich würde sagen, wir warten einfach gar nicht mehr länger, denn ich freue mich so sehr, dass ich es jetzt endlich spielen kann. Und wir starten einen neuen Spielstand. So, die ganzen Optionen, Grafik und so weiter habe ich alles gecheckt. Ich würde sagen, wir legen los. Und da sind wir auch schon im Spiel und wie wir sehen, wir können hier hinten nicht weiter. Ein riesiger, abgebrochener Baum, umgestürzter Baum, erleichtert uns nicht unbedingt den Weg zu beschreiten. Hier Leuchtturm. Oh, hier klingt es, als würde gleich noch ein Baum runterfallen. Überall knirscht es. Wir schauen uns mal unser armes Sam an. Hier übrigens ein wunderschönes Bambi-T-Shirt. Und steht da Insane oder Alone? Ich weiß nicht genau, vielleicht sehen wir das später noch. Jetzt müssen wir uns erstmal in Sicherheit bringen und hinauf zum Leuchtturm gehen. Huch. Was haben wir denn hier vor der Küste? Einen riesengroßen Tornado. Benutze die Kamera, also die Maus, um die Kamera zu bewegen. Ja, das haben wir schon entdeckt, dass das funktioniert. Hier ist eine Karte. Okay. Dann mal auf zum Leuchtturm. Holy shit. Wie klein wir im Vergleich zu diesem riesigen Ungetüm doch sind. Und es rast auf die Stadt zu. Wow. That was so surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay. I'm in class. Everything's cool.
I am okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? And frankly, it's bullshit. Shh, 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 shh. Keep that to yourself. Na, was ist denn mit dem Maus los? I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. Ich kann meine Maus nicht bewegen. And any one of you could do that to me. Ah. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Momente der Verzweiflung eingefangen und jeder von euch könnte das gleiche mit mir tun. Was? Ich finde aber, das Bild sieht echt wunderschön aus. Isn't that too easy? Too obvious? What if Arbus chose to capture... I haven't kept up with my journal as much as I should. She ha- if anybody else looked at this, what would they think? Wow, ihr müsst mir mal sagen, liebe Leute, ich spiele es jetzt auch zum allerersten Mal. Ich habe mich vorher nicht mit der Steuerung oder irgendwas vertraut gemacht. Deswegen wusste ich auch gerade gar nicht, dass ich zwischen den Optionen irgendwie wählen kann und so. Aber das ist ja was anderes. Teilt mir mal bitte mit, ob ihr wollt, dass ich euch das alles vorlese. Oder ob ihr wollt, dass ich beispielsweise so mache, sage, okay, jetzt könnt ihr jedes Mal auf Pause drücken und bitte allein lesen. Je nachdem, was euch lieber ist, sagt mir das mal bitte. Die erste Episode, okay. Ah, hier schalten wir quasi das Zeug frei. Unser Vater hat uns geschrieben. Wünsche dir einen ganz besonderen 18. Geburtstag. Du bist jetzt erwachsen, bleibst aber immer unser kleines Mädchen. Schau auf deinem Konto nach. Gib nicht alles auf einmal aus. Super. Fängt die Konversation an. Hey Max, bist du in der Nähe? Immer, bist du okay? Willst du später einen Tee mit mir trinken? Unbedingt. Nach 4 habe ich Zeit. Talk to you later, glaube ich, oder? Happy Birthday, Maxine. Unglaublich, ganze 18 Jahre ist es her, dass mein Liebling zur Welt gekommen ist. Welch ein Glück, dich zu haben. Küsschen. Und Warren. Willst du dich nach der Schule auf einen Kaffee treffen? Ich brauche eine Ausrede, um nicht zu lernen. Bitte. Schau dir auf jeden Fall den Ordner Necromantik auf meinem USB-Stick an. Uhahaha. Hey Mad Max, lass uns etwas kaputt machen. Warte, ich muss für einen Physiktest lernen. Wenn wir irgendwas zerstören, müssen wir auch seine Geschwindigkeit messen. Okay. Ignoriere diese Nachricht nicht. Oh, wie gemein. Es irritiert mich, dass hier noch so ein SMS-Zeichen ist. Mir wäre es lieber, wenn das weg wäre, wenn wir das gelesen hätten. Aber na gut. So, she could have taken another approach. Wir ignorieren das erstmal. Okay, ansehen. I do love my analog camera. I should take a quick picture now. Me too, Victoria. Okay. He captured the essence of post-war beat America. And there was honesty about the economic conditions of the era. But I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Puh, das fragen Sie mich. Ich wusste es. Ja, ich wusste es, aber jetzt gerade zufällig nicht. I did know, but I kind of forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face.
Very good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces. Ja, sehr sympathische Person. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert. I can't believe I still have his pencil case. I should upgrade to the 21st century. Ist doch niedlich. I like it old school. Genau. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry, too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Ich habe mir den Kram auf unserem Tisch noch gar nicht fertig angesehen. Aber na gut, dann schauen wir doch mal. Victoria doesn't waste a second kissing ass. Wir schauen mal, was sich hier so noch alles ergibt. Obviously Blackwell spent bank on the computers here. Looks like somebody was already working on this. Cool. Ein sehr aufreizendes Bild. Oh, Drucker. That printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. I could pump out a whole gallery show with that thing. When I don't suck. Someday. Du bekommst das schon hin. Poster. I love seeing Mr. Jefferson's awesome photos on these magazine covers. Wow, wir haben einen richtig berühmten Lehrer, wie es scheint. Hier noch was? Noch ein Poster? That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Ein schönes Bild. Oh, was haben wir hier? Fotoausrüstung? Damn, they have carbon fiber tripods here. The ball head even has a pan lock. God, I'm such a photo nerd. Hat auch jeder andere Hobbys. Vollkommen okay. So cool to see Mr. Jefferson's actual published pictures. Gives me hope. Oh, was hier? Noch mehr Fotoausrüstung? This is definitely where cameras go to heaven. Oh man, they have those sweet ultrasonic lenses. And look at that vintage rangefinder. What? Können wir vielleicht... Vielleicht kommen wir später zurück, wenn keiner mehr da ist. Bücher. So cool that we can check these out anytime. The Decisive Moment by Henri Cartier-Bresson. That's rare. Annie Leibovitz, mad respect. The amazing Eugene Smith. Good to see Avedon among the masters. Dolly, of course. Lots of people I haven't heard of yet. I guess that's why I'm here. Du wirst von ihnen hören, spätestens im Kunstunterricht. Here's the poster for the contest. Mr. Jefferson really expects me to enter. Why? I don't know if I'm ready for my 15 minutes of infamy. Okay. Fernseher. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. Ist das ein Flachbild? Was haben wir denn hier für ein Bild? Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. Oh, ich liebe auch Waldgegenden, wenn sie noch so grün und vermoost sind und so, ich sag mal, undurchsichtig und ungeordnet. Ich finde das wunderschön. You can never escape the lighthouse here. Wart ihr schon mal bei einem echten Leuchtturm? Kamera. Whoa, Mr. Jefferson is not messing around with that monster. He probably paid 20 grand for that camera. I bet he gets pristine digital images. But I still dig my little instant camera. Ach, da ist nur ein Fleck auf dem Boden. Oh, schaut mal, wir können rausgucken. Eingeritzter Text. Steht denn da? This might make a cool shot. Nun knips es. Was ist das? Amber Forever? Können wir uns... Ah. Errungenschaft freigeschaltet. Makro-Eis. Okay. Rachel Amber. Love Forever.
Ah. Oh, okay. Das wusste ich gar nicht, dass das möglich ist. Wir müssen also anscheinend mehrere Bilder, also wir müssen nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass man hier Errungenschaften bekommt. Mehrere Bilder von verschiedenen Situationen quasi machen. Ich versuche die mir gerade ein bisschen einzuprägen. Okay. Und ich überlege, ob wir mal anfangen, das erste zu lesen. 18., 25. August, 2. September. Boah, ist aber jede Menge Text. Ah, hier fängt es wieder von vorne an. Wie schon gesagt, schreibt es mal bitte in die Kommentare, dann wir können es ja so machen. Ich habe jetzt total die Idee, wir machen es so. Für die erste Folge lasse ich euch einfach mal die jeweiligen Bildschirme offen, dass ihr sie nehmen könnt und lesen könnt, wenn ihr möchtet. Und falls ihr in den folgenden Episoden, die dann ja auch noch rauskommen werden, ich weiß nämlich nicht, ob ich jetzt alles am Stück lesen werde, falls ihr dann wollt, dass ich hier mal eine Lesestunde mache, dann schreibt mir das in die Kommentare und ich werde es tun. Momentan könnt ihr einfach immer schön auf Stopp drücken und das alles euch durchlesen. Es ist ja, wie schon gesagt, wundervoll auf Deutsch übersetzt. Den Link übrigens zu der Übersetzung, falls ihr das Spiel spielen wollt und auch gerne in Deutsch, habe ich euch unten in die Infobox gepackt. Einfach gucken, den Link klicken, das Paket runterladen und ganz wichtig die README-Datei dort drin anschauen, die sich da verbirgt. Und ihr werdet... Ah, hier kann man auch durchklicken, okay. Und ihr werdet dort ein bisschen angeleitet, wo ihr welche Datei hinschieben müsst. Einfach befolgen und fertig ist das. Okay. Neue SMS haben wir nicht bekommen. Da gehen wir mal hier raus. Und reden mit Kate. Ich habe sie nämlich mit Absicht erstmal ignoriert. Kate looks so sad and quiet today. Weil ich mir die Umgebung hier so ein bisschen angucken wollte. Papierkugel. Die gucken wir uns auch gleich an. Hi Kate. Oh. Hi Max. Ich hoffe, du bist nicht verlegen. Du bist heute so still. You seem quiet today. Just thinking too much. Victoria hat's bereits gewonnen. Ja. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Okay. Was haben wir denn hier unten? Papierkugel. Now I wish I wouldn't have read this. Purge. Okay. Ah, hier sogar die Dinger, die Notizen jeweils und die Plakate sind wohl ins Deutsche übersetzt. Sehr, sehr cool gemacht. So, dann fehlen ja bloß noch die zwei Konsorten hier vorne. Aber bevor wir uns die ansehen, liebe Leute, würde ich sagen, machen wir eine kleine Pause und legen in der nächsten Episode fort. Wir legen fort. Wir legen los, richtig mit dem Spiel, wenn es wieder heißt Let's Play Life is Strange. Bis dann. Tschüss.